So, Hallöle. Hallöchen. Dann darfst du einmal mitkommen. Ich mache eine Regelwerkkenntnisabfrage. Die liegt halt einfach nur da, weil die meisten Troller sich nicht die Mühe machen, das Regelwerk durchzulesen. Das sind auch voll Idioten. Deswegen ist meine Frage: Hast du dir das Regelwerk gründlich durchgelesen? Natürlich, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was ist VDM und RDM? VDM ist absichtliches Überfahren. RDM ist ohne Grund Leute abknallen. Und was ist Power RP? Könntest du mir dafür ein Beispiel nennen? Beispiel ist, du hast eine Geisel, du bist an der Brücke, ziehst auf den Kopf, sagst, entweder du springst runter oder ich erschieß dich. Ich liebe dieses Beispiel. Ja, Ja, das okay, ist dieses perfekt, perfekt. Basic-Beispiel. Aber damit kann man sich das irgendwie am besten merken, finde ich. Gut, dann machen wir mal weiter. Und zwar, was ist Metagaming? Metagaming ist, wenn du OOC-Informationen IC benutzt. Okay, jetzt kommt eine kleine gemeine Frage. Okay. Ich habe natürlich ein bisschen Bedenkzeit, ne? Ja, natürlich. Ich denke, dass du ziemlich RP-fähig bist, also kommst du mir jedenfalls rüber. Ja, das denke ich auch. Und zwar, wo befinden sich die sechs Safe Zones? Das habe ich tatsächlich sogar gelernt. Krankenhaus, Autohaus, Werkstatt, die legalen Farmrouten, die Fahrschule und der Meeting Point. Okay, also warte. Warte, jetzt muss ich kurz selber mal kurz durchgehen, ja? Ja, schau mal kurz nach. Was heißt denn das sechs? Oh Mann, jetzt habe ich sogar Legale Blackout. Farmrouten. Genau, legale Farming-Routen. Ja, lernen wir noch, lernen wir noch. Ja, was ist Combat Logging? Auch noch eine Basic-Frage. Combat Logging ist, wenn du in einer RP-Situation bist und dann die Fliege machst. Was ist Baiting? Soweit Okay. ich weiß, war das in jedem Ausmaß verboten. So stand es, glaube ich, drin. Ja, ist auch verboten. Ja, ist auch richtig so, ne? Und zwar, was ist dein höchstes Gut? Ach, das ist doch eine Kindergartenfrage. Natürlich mein Leben. Ich wurde auch letztens gefragt, auch wenn jemand depressiv gelaunt ist und alles, ob ihm dann das Leben noch was wert ist. XYs Geschlechter, was weiß ich. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, ich erschieße mich jetzt selber. Ja, genau. Man kann Trolle leider nicht komplett verhindern, sage ich mal. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum die Leute sowas machen. Das macht doch den Spielspaß kaputt. Ich Den kann das auch Leuten nicht macht das Spaß. nachvollziehen, wo man sowas macht. Was den Leuten auch ganz viel Spaß macht, im Einreiseamt rumzuschlagen Das verstehe ich auch nicht. Das ist ja wohl die Warte. unterste Schublade. Die haben nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, und dann andere Einreisende, also die auch einreisen wollen, auch irgendwie versuchen, K.O. zu schlagen. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Wie ist das bei euch, wenn man auf einen Kopf schießen würde? Es ist kein One-Shot-System, weil Oh, die. Ich. schade, schade, Ja. schade. Kannst du mir denn eventuell eine Finanzspritze geben? Komm mal mit. Ich bin ja davon überzeugt, dass du RP kannst, so weißt. Natürlich, natürlich. Jahrelange Und Erfahrung. hast du es bekommen? Ja, 100.000, das ist aber ein bisschen zu viel, nicht? Kann ich doch nicht annehmen. Alles gut, ich hab genug. Ich hoffe, wir sehen uns bestimmt im RP. Spätestens, wenn du im Krankenhaus liegst. Ja, natürlich, natürlich. Da werde ich wahrscheinlich mal öfter da sein. Na, dafür kann ich nichts. Ich habe dich wahrscheinlich nicht eingereist. Eure Programmierung und so von Servern und so ist gut. Ja, kann gut sein. Dann warte ich, danke dir. Ist das einer von denen? Hier ist der Don. Meinst du? Easy. Da ist der Dom flöten gegangen. Die halbe Portion war der Dom. Das war eine richtige halbe Portion. Wir Sollen sind wir in alle Region, ist auch wegscheppern? Fulltuning drauf. Sollen wir Ungefähr in einem Würfelpark Zeitlinie würde Remi ich Demi gehen. machen? Okay, komm. Das war aber kurz. Er hat auch nicht gebockt, Bruder. Alle Morden, alle Hacken, Bruder. Was soll ich denn hier, Mann, Herr? Die Admins machen sogar Scheiße, Mann, Herr Koim. Was ist das denn für ein Scheiß-Server? Aus dem Weg. War mal Aussteigen, anständig. was es knallt. An den Nastikin. Ihr Bastard, raus aus meinem Auto. Raus, du Hundesohn. Ananastikin, ja. Hahaha. Hast du Bock auf ein Rennen? Na komm. Komm hinterher.
So, was kriegt der Gewinner? Deine Frau. Aussteigen. Aussteigen. Und auch das war illegitim. In Amerika, wenn du zu einem Gangster sagen würdest, dass man um seine Frau spielt, der wird den Ding abknallen, Bruder. Ohne Gnade. Steig aus oder bist du. Ja, hätte wohl gern. Was geht? Hast du den gerade umgeschossen? Weißt du schon, dass du dich lieber nicht mit Piscopat anlegen solltest? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wer bist denn du? Ich bin Samuel Jackson. Bist du in der Familie? Nee, ich bin meine eigene Familie. Ich brauche keinen Rücken, ich bin selber mein Rücken. Merk dir meinen Namen. Wirst du öfter hören. Jetzt fahren wir lieber weiter, sonst haben wir ein Problem. Ist verpisst. Hey, wie redest du mit mir? Geht nicht, komm doch bitte schnell mal 130. Samu Jackson, merkt ihn. Piscopat mich an meiner Gemeinde. Wohl eher Yaropat. Schwanz. Endoch. Was soll das eben? Das war der da, aber was passiert? Achso, ja, okay, dann. Hau rein. Was passiert? Stimmt. Nein, er hat sich erledigt. Oder ich schieße. Ne. Was will der denn, ja? Er hat mit einer Pistole gezogen. Bruder, was soll ich da machen, Minakoim? Was ist das? Oha, Minakoim! Nein, nicht schießen. Hey, warum schießt du? Ey! So, Freunde, wo sind wir denn hier gerade? Was ist denn für ein toller Ort? Ist die Fahrschule eine Safe Zone? Ja, was soll das denn? Wie, was soll das? Nee, ich bin dafür. Du darfst ja nicht irgendwie denken, ja, nur weil die davor irgendwas draußen auseinandersetzen hat, dass du jetzt Call droppen darfst in der Safe Zone. Ihr alle habt das gemacht, ne? Das heißt, Jungs, Fraktionsverwarnung. Ja, Leichenschändung war das auch. Wäre auch schon mal eine Verwarnung. Also, schon mies verkackt. Ja, Jungs, sie hat euch mies gegeben. Frag-One habt ihr auch bekommen. Blöd gelaufen. Ey, das ist auch immer die Erde. Hey, aussteigen. Warum soll ich denn aussteigen? Aussteigen oder knallt? Ich wollte nur. Ja, chill. Nein. Das machst, du machst das lieber nicht. Es lag, Bro. Es lag, da haben wir eine Reden. Ey, sag mal nicht stottern, sondern reden, ne? Was für ein Stottern, Alter? Wie redest du denn mit Scheiße, du Hundesohn? Ohne erwischt zu werden, ne? Ah, du Hundesohn, Digga. Geh mal alle verrecken, ihr Bastard. Gott sei Dank. Dein Baum ey, kommt. Ich weiß eigentlich ganz nett. Zahl mal was drauf aus. Wenn du jetzt alle erwischt, ja? Dann bekommst du 10 Euro von mir. Ah! Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Noch einer kommt. Warte, ich setz mal richtig hin.